Hi YouTube, was geht ab? Ich möchte heute mal ein YouTube-Video auf Deutsch für euch machen. Und zwar möchte ich euch ein paar Tipps für Anfänger geben. Und es geht jetzt vor allem nicht um, wie lerne ich welche Tricks, welchen Tricks soll ich als erstes machen, sondern es sind eher so generelle Tipps. Vor allem um euer Verständnis für Skateboardfahren generell zu erweitern. Für mich wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, Tipp Nummer 1, Skate-Videos schauen. Denn es gibt einige und es gibt verschiedene Arten. Und zwar, euer bester Freund wird wahrscheinlich YouTube in dem Fall sein, weil auf YouTube findet ihr so ziemlich alles und es ist natürlich umsonst. Früher, als ich angefangen hatte, war es ein bisschen schwieriger. Da gab es noch kein YouTube. Da haben wir unsere Skate-Videos aus dem Skateladen kaufen müssen, mussten warten Monate, bis irgendwann mal eine Firma ihr neues Super-Video rausgebracht hat. Und heutzutage ist es wesentlich einfacher. Macht einfach den Computer an, euer Handy und geht auf YouTube und zieht euch die neuen Videos rein. So, und bei Videos muss man prinzipiell unterscheiden. Es gibt natürlich verschiedene, Anbieter, verschiedene YouTube-Kanäle zum Beispiel, wo man Skate-Footage, wo man Skate-Videos anschauen kann. Und einer der größten, den nenne ich jetzt mal, ist Thrasher. Bei Thrasher seht ihr vor allem die Creme de la Creme, die besten Skateboardfahrer der Welt. Da kommen regelmäßig richtig hochqualitative Videos raus und schaut euch einfach die Videos an und ihr bekommt dann ein viel besseres Verständnis, was Skateboardfahren eigentlich ist, was man mit dem Skateboard alles machen kann. Es sind hauptsächlich Skateboardfahrer, die auf der Straße fahren, man nennt das Streetskaten, und jeder Skater hat so seinen eigenen Part, den er filmt, und das kann man auf Thrasher anschauen. Dann natürlich auf YouTube selber gibt es ganz viele sogenannte, ich sag's jetzt mal, Skate-YouTuber, so ähnlich wie ich. Nur ein paar zu nennen, zum Beispiel Andy Schrock, Braille Skateboarding, John Hill, sehr zu empfehlen. Und für die deutschsprachigen OG Puff. Ich persönlich finde diese Skate-YouTuber gerade für Anfänger super, weil Thrasher ist natürlich cool, die Besten der Besten, aber irgendwo ist dann ein bisschen so eine Distanz. Wenn man jetzt sich ein Video auf YouTube anschaut von einem Skate-YouTuber, meistens sind es jetzt nicht unbedingt Profis, die jetzt sich beim Skateboardfahren filmen, sondern es sind Leute wie du und ich, Leute, die man auch am Skatepark treffen kann, die Videos machen. Und man hat da ein bisschen besseren Bezug. Das hat vor allem bei mir, als ich wieder mit dem Skateboardfahren angefangen habe, auch ein bisschen geholfen, in die ganze Sache wieder reinzukommen und zu sehen, hey, was geht denn ab, Leute? Was ist denn im Moment Sache? Und vor allem die ganze Sprache, und man lernt da sehr viel, einfach nur YouTuber, Skate-YouTuber zuzuschauen. Also Andy Schrock, John Hill, Braille Skateboarding, OG Puff für den deutschsprachigen Raum, und es gibt natürlich unzählige mehr, aber das sind so mit die größten, die ich kenne. Und was man natürlich auch anschauen kann, ist die andere Sparte, ist Skate Contests. Skate Contests kann man auch auf YouTube anschauen. Street League ist wahrscheinlich die Creme de la Creme, die besten Skateboarder der Welt treten gegeneinander an. Dann gibt es noch Skate Contests wie Tampa Am und Tampa Pro. Das ist ein relativ alter, traditioneller Skate Contest in Florida, auch sehr cool. Und natürlich die X Games, kann man alles auf YouTube anschauen, sehr zu empfehlen, einfach zu sehen, was geht denn ab, so wie ist der Level von den Skatern. Ja. So, zweiter Tipp, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber Videospiele, tatsächlich. Denn ich selber, als ich angefangen hatte mit Skateboardfahren, ich habe Tony Hawk's Pro Skater gespielt. So bin ich tatsächlich auch zum Skateboardfahren gekommen damals. Und gerade durch diesen Videospielen tut man sich sehr einfach, Tricknamen zu lernen. Man kann da diese Tricks wie im echten Leben natürlich in diesem Spiel nachmachen. Und da steht der Name drunter und ist super, um Namen der Tricks zu lernen. Weil es gibt ganz viele Namen, vor allem wie die Tricks dann alle kombiniert werden und dann die ganzen speziellen Namen. Dafür ist so ein Skatespiel, finde ich, eigentlich ziemlich cool und natürlich macht auch Spaß. Und die meisten, die Top-Vertreter sind natürlich Tony Hawk's Pro Skating. Ich bevorzuge die ersten 3-4 Teile. Alles andere danach war ein bisschen, na. Dann natürlich EA Skate 1, 2, 3. Sehr cool. Und natürlich gibt es auch etliche Skate-Spiele auf dem Handy heutzutage. Dritter Tipp: Besorg dir ein richtiges Skateboard. Ich weiß, die Mama hat dir ein Skateboard gekauft von meinetwegen Toys R Us oder Real oder Schieß mich tot. Und natürlich ist es günstig, man weiß nicht, will man das wirklich machen. Aber erfahrungsgemäß, diese Anfänger-Skateboards sind wirklich alles andere als sicher und machen natürlich auch überhaupt keinen Spaß. Wenn du in deiner Stadt einen Skate-Laden hast, geh da rein, unbedingt. Supporte deinen Local Dealer und die können dir sicherlich auch beraten, welches Skateboard du kaufen musst, welches Skateboard für dich am besten ist.
Und es macht natürlich viel mehr Spaß, ist auch viel sicherer mit einem richtigen Skateboard. Okay, Tipp Nummer 4. Du hast jetzt ein Skateboard und natürlich fährst du die ganze Zeit in deiner Einfahrt rauf und runter auf der Straße, aber du traust dich nicht so wirklich zum Skatepark zu gehen, weil du kennst die Leute, du hast Angst, du weißt nicht, wie die auf dich reagieren werden. Du hast das Gefühl, alle beobachten dich und du traust dich einfach nicht. Ich finde, zum Skatepark gehen und sich da in diese Skate-Szene integrieren, einfach dahin zu gehen und zu beobachten, hilft dir ungemein viel weiter. Also, trau dich, geh zu dem Skatepark. Wenn du das Glück hast und deine Stadt hat einen eigenen Skatepark, dann mach das. Und wenn nicht, dann frag mal deine Eltern, ob sie dich zu der nächstgrößten Stadt mal am Wochenende fahren können, mal einen Ausflug und zum Skatepark hingehen. Wichtig, am Skatepark gibt es natürlich Regeln, die man beachten muss. Es gibt keine Regeln, aber jeder am Skatepark weiß, wie er zu fahren hat, wer wann in welcher Reihenfolge drankommt. Es ist viel mit Augenkontakt. Also wenn du zum ersten Mal im Skatepark bist, nicht gleich sofort drauf und los. Nimm dir erstmal ein paar Minuten Zeit und beobachte mal, wie alle Leute, alle Skater, BMXer fahren und wie so die Spuren sind, wonach sich alle richten. Genau. Aber wie gesagt, sehr gut für dich am Anfang einfach zum Skatepark und mal zu sehen, wie geht's denn da ab. Und man lernt natürlich da auch Leute kennen. Okay, Nummer 5, zurück zu good old YouTube. Es gibt Trick-Tutorials auf YouTube in Massen. Die meisten sind auf Englisch, es gibt ein paar in Deutsch. Ich weiß zum Beispiel, Titus hat ein paar deutsche Trick-Tipps. Und OG Puff zum Beispiel auch, der hat, glaube ich, eine Anfänger-Skate-Serie auch sehr zu empfehlen. Und da kann man nachschauen, wie gewisse Tricks funktionieren. Also, nutzt die Möglichkeit, wir sind im 21. Jahrhundert, geh auf YouTube und schau dir Trick-Tutorials rein. Natürlich kannst du auch, wenn du am Skatepark bist, irgendjemand fragen, wie der Trick geht. Viele Leute haben immer unterschiedliche Ansichten, wie man einen gewissen Trick macht. Deswegen bevorzuge ich meistens die YouTube-Variante, weil da gibt es unendlich viele und jeder hat so eine bisschen andere Ansichtsweise und hilft ungemein viel weiter. Und ich glaube, ich habe auch auf meinem Kanal ein paar Trick-Tipp-Videos, also einfach mal auf Videos klicken und ein bisschen nach unten scrollen, irgendwo steht dann. Die sind sogar auf Deutsch, also schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Okay, wir sind bei Tipp Nummer 6 angelangt. Instagram. Okay, jetzt werden viele wahrscheinlich das Video ab dem Punkt ausmachen, weil sie sagen, Instagram, davon halte ich nichts. Ich muss sagen, für mich persönlich war Instagram eine unglaublich große Hilfe, wieder in die ganze Sache reinzukommen und hatte auch unglaublich viele weitere Benefits. Es gibt viele, die sind ein bisschen abgeneigt gegenüber Social Media und wollen auch ungern Sachen von sich posten, sich selber filmen, finden es unangenehm, empfinden es als Stress, verstehe ich voll und ganz. Aber ich persönlich habe dadurch unglaublich viel dazugelernt und wurde auch um einiges besser. Erster Punkt, Instagram, man findet super leicht Anschluss zu anderen Skatern in deiner Local Skate Scene oder auch außerhalb. Dann, man kriegt viel mehr mit, was auf der Welt in Sachen Skateboardfahren abgeht. Ich meine, der Skatepark, der Local Skatepark, der ist schon cool und da geht wahrscheinlich genug ab, aber zu wissen, wie schaut es denn mit der Rest der Welt aus? Man hat Inspirationen, es macht einfach viel Spaß, anderen Leuten beim Skateboardfahren zuzuschauen und auch von anderen zu lernen und dafür ist Instagram super. Und was ich natürlich bei Anfängern ganz häufig höre, ist, ich habe das Gefühl, ich werde nicht besser. Und das Problem kenne ich, es ging mir am Anfang genauso. Man hat das Gefühl, man übt den Trick monatelang und es tut sich einfach gar nichts. Es ist schrecklich, man wird frustriert und was passiert? Man gibt auf. Und gerade dafür ist Instagram unglaublich. Ich selber habe es benutzt als persönliches Tagebuch. Ich habe jeden Tag versucht, einen Post zu machen. Für mich, von mir als beim Skateboardfahren. Und nach einer Zeit habe ich festgestellt, hey, das ist ja super. Du kannst auf deine Instagram-Seite gehen, kannst deine ganzen Posts anschauen und du kannst tatsächlich sehen, wie du mit der Zeit besser wurdest. Und gerade das, ich sag's jetzt einfach mal, ein Skate-Tagebuch ist unglaublich hilfreich für jedermann. Und man selber kriegt dadurch auch ein bisschen Ansporn, besser zu werden und man sieht natürlich auch seinen Fortschritt. Das tut einen selber persönlich wirklich gut. Meine Meinung. Wenn du Instagram nicht magst, dann mach's nicht, ganz einfach. Dude. Okay, und jetzt kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 7, der letzte Tipp. Und zwar, ich sag's ganz kurz, Ausdauer. Skateboardfahren ist nicht einfach. Es gibt viele Sachen, die um einiges
einfacher sind, gerade am Anfang, wo man sofort Erfolge sieht, die gleich Spaß machen. Beim Skateboardfahren ist es leider nicht so. Du kommst zum Skatepark, du denkst, du hast schon ein paar Sachen drauf und auf einmal siehst du Skateboardfahrer, die unglaubliche Sachen machen und es wird frustrierend für dich sein. Du siehst diesen Unterschied und es demotiviert viele Leute. Ich kann einfach nur sagen, bleib dran. Ich habe Monate gebraucht, bis ich meinen ersten Ollie halbwegs anständig machen konnte. Skateboardfahren ist nicht einfach, aber es macht umso mehr Spaß. Also bleib einfach dran. Hab die Ausdauer, hab die Geduld. Und ja, das war Tipp Nummer 7. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Kulisse hier in meinem Auto ist jetzt nicht unbedingt die geilste, aber ich glaube, ich habe ein paar wertvolle Tipps an euch rangebracht. Und wenn ihr das auch so seht, dann lasst mir einen coolen Kommentar unten und ja, schaut zum nächsten Mal rein. Ich mache alles mögliche an Videos. Ich mache Reisevideos, ich mache Tricktipps, ich mache auch meinetwegen Game of Skates, ich mache Skatespiele, alles mögliche. Also schaut mal rein und wenn euch der Kanal gefällt, dann klickt auf Abonnieren und ich poste ungefähr einmal die Woche und freue mich auf eure Gesichter beim nächsten Mal. Also bis dahin, peace out, bye.